Ich habe auf TikTok sage und schreibe 500.000 Follower, eine halbe Million. Und damit würde ich mich persönlich so als Mikroinfluencer bezeichnen, vielleicht sogar als Mini-Influencer. Was ist jetzt der logische nächste Schritt? Richtig, ich bringe eine Single raus. Ich lasse von irgendjemandem, den ich überhaupt nicht kenne, einen Songtext für mich schreiben, der überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun hat, stelle mich dann in ein Studio und nehme mit möglichst viel Autotune einen Song auf. Und was ist dann der nächste Schritt? Also wenn man kein Mini- oder Nano- oder Mikro-Influencer mehr ist, sondern ein richtig großer, ausgewachsener Influencer? Richtig, dann machst du Eistee. Ich weiß nicht, wo dieser Trend herkommt, dass jetzt momentan irgendwie jeder Eistee auf den Markt bringen muss. Ich glaube, das hat so ein bisschen mit dem Trend zu tun, dass man halt seine Freizeit in Shisha-Bars verbringt, weil wenn man Shisha raucht, trinkt man in der Regel einen Tee dazu. Heißen Tee im Supermarkt zu verkaufen, ist allerdings nicht so die schlaue Idee und deswegen machen die Leute wahrscheinlich Eistee. Ist zumindest meine Theorie. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Influencer da irgendwas mit der Herstellung zu tun hatten oder ob es hergestellt wurde und dann wurde einfach ein Name draufgeklebt, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, das Zeug wird gekauft und ich möchte schauen, wird es einfach nur gekauft, weil eben der Name draufsteht, oder wird es gekauft, weil das Zeug wirklich gut ist. Das schauen wir uns in dem Video an. Einen wunderschönen, meine Lieben, und willkommen zu Ich teste Trendgetränke, Influencer-Getränke, Influencer-Eistee, Influenz-Tee. Losgetreten hat die ganze Sache dieser Kollege hier, Capital Bra, der erfolgreichste Deutsch-Rapper aller Zeiten, soweit ich weiß. Das ist auch nicht sein erstes Lebensmittel, es gibt auch die Bra-Pizza, dann hat er einen Bra-Tee rausgebracht. Den gibt es jetzt schon einige Zeit und andere sind nachgezogen. Hier haben wir zum Beispiel 4Bro. 4Bro ist nicht wirklich ein Influencer-Tee, aber es ist halt ziemlicher Trend geworden. Aber dazu kommen wir noch. Und jetzt ganz neu auf dem Markt, Dirty von Shirin David. Da bin ich sehr gespannt drauf, da habe ich viel Gutes drüber gehört. Und als alter TikToker natürlich ganz wichtig, Angie. Wir werden diese Getränke probieren, werden schauen, ob da einfach nur ein Name drauf klebt oder ob die Sachen auch wirklich lecker schmecken. Und ich würde sagen, den Anfang macht das Eistee-Urgestein Bra-Tee. Ich gehe natürlich völlig unvoreingenommen an die Sache ran. Capital Bra kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Wenn ich ihn in Interviews sehe, ist er eigentlich immer recht sympathisch, sehr schlagfertig. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Typ. Mit seiner Musik kann ich gar nichts anfangen. Keine Chance. Also dieses Lelele und Bra und was weiß ich. Generell Deutschrap ist halt einfach nicht meine Sache. Aber wie gesagt, der Dude selber fanden immer sehr sympathisch. Als allererstes haben wir hier Bra-Tee Pfirsich. Ich liebe Pfirsich-Eistee. Pfirsich-Eistee ist mein Lieblings-Eistee. Also preislich kann man schon mal sagen, völlig in Ordnung. Ja, ist jetzt nicht so, dass hier Capital Bra sein Foto drauf geklatscht hat, also kostet das Ding 8 Euro. Nein, ich habe diesen Eistee sogar schon für 1 Euro gesehen. 750 Milliliter Eistee, absolut in Ordnung der Preis. Capis Bra-Tee ballert übertrieben krass. Schmeckt schön frisch, nicht zu süß, genau perfekt. Capital Bra. Ich hoffe, er ist lecker. 34 Kalorien pro 100 Milliliter ist auch relativ normal, was Eistee angeht. Interessiert es jemanden? Ich denke nicht, oder? Ich würde sagen, wir probieren den jetzt einfach. Hab mich gleich beim ersten voll gesaut. Ich werde am Ende von dem Video ausschauen, ohne Worte. Haut mich nicht um. Haut mich nicht um. Schmeckt lecker. Ist nicht zu süß, das ist mir sehr wichtig. Ich mag nicht, wenn so ein Eistee so babsüß ist. Aber ich schmecke auch den Pfirsich jetzt nicht so krass raus. Klar schmeckt es nach Pfirsich, habe aber auch schon Eistee getrunken, der hat einiges heftigeren Pfirsichgeschmack gehabt. Aber er ist lecker. Er ist sehr lecker, er ist nicht zu süß. Ich finde es sehr natürlicher Pfirsich. Es gibt oft so Eistee, wo der Pfirsich so, kann ich gar nicht beschreiben. Man merkt einfach, da ist kein echter Pfirsich drin. Also hier ist nicht so. Ich finde das sehr natürlich nach Pfirsich schmeckt. Also würdest du einen Pfirsich essen? Obwohl nur Pfirsichsaft Konzentrat drin ist. Also wir haben 89% direkt gebrühter schwarzer Tee. Zucker, Zitronensäure, bla 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 bla. Pfirsichsaft Konzentrat. Er ist lecker. Ich finde ihn sehr, sehr lecker. Ich finde, dass der Pfirsich noch ein bisschen heftiger ballern dürfte. Kommen wir zu Zitrone. Zitronen-Eistee mag ich gar nicht. Ist überhaupt nicht meins, aber wir probieren ihn natürlich trotzdem. Nee, der schmeckt mir nicht. Nee, den mag ich nicht.
Oh, ich weiß nicht. Der schmeckt wie der Pfanner-Zitronen-Eistee. Und den mag ich auch nicht. Ich mag halt kein Zitrone. Also ich glaube, wenn man Zitronensaft mag, ist er richtig lecker. Er schmeckt gut nach Zitrone. Auch nicht zu aufdringlich. Eher so dezent. Auch überhaupt nicht zu süß. Finde ich auch super. Ich finde ein bisschen, ich habe so einen bitteren Nachgeschmack irgendwie im Mund. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo der herkommen soll. Ist lecker. Also würde ich trinken. Also für einen Zitroneneistee ist er sogar sehr gut. Wie gesagt, normal mag ich keinen Zitroneneistee. Den finde ich nicht schlecht. Jetzt kommen wir zu dem, auf den bin ich am meisten gespannt. Und zwar Wassermelone. Ich liebe Wassermelone. Wassermelonen-Eistee, bestimmt richtig geil. Boah, der ist richtig lecker. Der ist richtig lecker. Ich finde nicht, der schmeckt jetzt nicht so, wie wenn ich eine Wassermelone aufschneide und da ein Stück esse. Finde ich, also er schmeckt jetzt nicht so nach natürlicher Wassermelone. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht erklären oder beschreiben, wie es dann schmeckt. Ist aber, der ist richtig lecker. Ja, auf den habe ich mich am meisten gefreut, weil ich halt Wassermelone, wie gesagt, sehr gerne mag. Ich wurde nicht enttäuscht. Der ist richtig, richtig gut. Kommen wir jetzt zu 4Bro. 4Bro ist nicht wirklich ein Influencer-Getränk. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendein großer Name dahinter steckt, der sich da das hat einfallen lassen. Aber 4Bro ist einfach Trend und hat halt einfach alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Ja, das zeigt sich schon an der Verpackung. Und zwar kann man hier hinten einen Code freirubbeln. Und wenn man diesen Code freigerubbelt hat, kriegt man Bro Points. Und mit diesen Bro Points kannst du entweder in die Shisha Bar gehen, ja, du kannst shoppen gehen, du kannst zum Nageldesign-Studio gehen, du kannst zum Barbershop gehen, nehmen wir die Hipster noch mit. Es gibt aber auch Punkte für Gaming, so packen wir noch die ganzen Nerds mit ein. Und dann haben wir Trikotsponsoring, da haben wir dann noch die ganzen Sportler dabei. Also die haben wirklich einfach jedes Klischee bedient. Mich wundert eigentlich nur, dass es nicht irgendwie so eine Regenbogenversion gibt oder keine Ahnung. Das ist halt 4Bro. Es gibt auch Chips und alles drum und dran. Das Logo, das B sieht auch noch aus wie das Bitcoin-Logo. Die haben sich hingesetzt, haben im Internet Google eingegeben, hey, was ist 2020 cool? Und haben dann einfach alles mitgenommen, was geht. Soll aber nicht heißen, dass das Zeug nicht schmeckt. Ne? Es kann natürlich trotzdem ultra lecker sein. Und das werden wir jetzt eben probieren. Und zwar fangen wir an mit Mango Maracuja. Klingt ja schon mal ein bisschen ausgefallener als Zitrone, Wassermelone und Pfirsich. Natürlich auch komplett vegan. Haben sie auch noch mitgenommen. Nee. Nee. Es schmeckt ein bisschen nach Mango, es schmeckt ein bisschen nach Maracuja, aber es schmeckt auch, als wären noch 10.000 andere Sachen drin. Also ich finde den Geschmack überhaupt nicht definiert irgendwie. Ja, das ist es. Das schmeckt mir zu künstlich. Also ich schmecke da keine echte Mango raus oder keine echte Maracuja. Das war bei dem Brattee ganz anders. Also der Brattee hat krass natürlich geschmeckt. Egal, machen wir weiter. Hier haben wir Pfirsich. Pfirsich ist doch... Pfirsich-Eistee kannst du nichts falsch machen, oder? Es ist halt... Es ist Wasser, Zucker, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Schwarzteeextrakt, Säureregulatoren, Natrium, Citrate, Aroma, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure. Nichts Pfirsich, gar nicht. Also nicht mal Pfirsich-Konzentrat oder so, hä? Aroma ist drin. Keine Ahnung. Probieren wir es einfach. Habt ihr schon mal Pfirsich-Liquid gedampft? So riecht das. Sorry, nee. Nee. Das hat mit echten Pfirsich gar nichts zu tun. Gar nichts. Das schmeckt wie, kennt ihr diese Eisdinger, die man, da kauft man so eine ganze Tüte und dann schmeißt man die jetzt selber in die Gefriertruhe, diese so längliches Wassereis, wo hier immer die Lippen aufschneidet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Genauso schmeckt es wie diese Pfirsich-Variante. Gar nicht meins. Mm-mm. So, kommen wir zu Zitrone bzw. Lemon. Das mag ich schon nicht, wenn es gut ist. Oh Gott, das riecht wie ein Klostein.
Nee. Ich meine, man ist mit den ganzen Energy Drinks heutzutage so überladen mit Geschmack. Vielleicht ist man da abgestumpft oder so. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht wollen die Leute das, dass das so krass schmeckt. Es schmeckt einfach nur absolut unnatürlich. Ich schmecke da keine, nichts. Ich schmecke da keine, also es schmeckt nach Zitrone, aber nicht wie Zitronensaft oder. Ich würde euch gerne irgendwas Vergleichbares sagen. Auch wieder hier, wie dieses Eis. Wie dieses Zitronen. Also da gibt es ja verschiedene Sorten. Dieses Zitroneneis, dieses Wassereis. 1:1. Nee, gar nicht meins. Überhaupt nicht meins. Vor dem nächsten habe ich ein bisschen Angst. Bubblegum. Es gibt übrigens auch passend zu jeder Eisteesorte Chips. Auch Bubblegum. Es gibt Bubblegum-Chips. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Er riecht halt nach Huba Buba, ne? Alter. Boah, mir klebt beim Trinken der Arsch zu. Mm-mm. Nee, gar nicht meins. Gar nicht meins. Es schmeckt 1:1 wie Huba Buba. Also wer den Geschmack mag, wer Huba Buba mag, kauft euch 4Bro Hubble Bubble Bubblegum. Ich kann es nicht trinken. So, und nun der letzte. Limited Edition. Coco Schoko. Man kennt's. Oft, wenn ich einen Eistee getrunken habe, habe ich mir gedacht, da fehlt Schokolade. Ist das überhaupt ein Eistee dann? Mit Kokosnuss, ja, Eistee. Mit Kokosnuss-Schokoladengeschmack. Ja, ist naheliegend. Vielleicht überrascht mich ja der. Wie gesagt, der ist Limited Edition. Den wird es, denke ich mal, nicht immer geben. Oder vielleicht wird er dann ja eingeführt, wenn er sich gut verkauft. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie da die Firmenpolitik von 4Bro ist. Boah, ich traue mich fast nicht. Boah, Gott. Das riecht nicht gut. Das riecht nicht gut. Ich rieche immer wieder dran, weil ich euch gerne erklären würde, nach was es riecht. Aber wenn ich dran rieche, dann kann ich es nicht probieren. Ich probiere es noch einmal. Ich kann nicht beschreiben, nach was das riecht. Egal, probieren wir es. Übrigens zur Farbe. Falls ihr denkt, es sieht aus wie Schokomilch oder so. Nee, das ist einfach durchsichtig. Es sieht aus wie Eistee. Also er schmeckt besser, als er riecht. Ich müsste mal einen großen Schluck nehmen, um das wirklich zu schmecken, aber ich traue mich nicht. Das schmeckt nach ganz alter Schokolade. Es schmeckt nach ganz alter Schokolade. Nee, ist nicht meins. Also gar keiner von denen. 4Bro, tut mir leid, ist nicht meins. Ich will nicht sagen, dass es schlecht schmeckt. Es schmeckt halt nicht natürlich. Also der Pfirsich schmeckt nicht, als würde ich in den Pfirsich beißen. Ich weiß halt nicht, ob die Leute das wollen. Also gibt ja Menschen, die wo sagen, sie brauchen da, das muss krass schmecken, das muss süß schmecken. Meins ist es nicht. So, ich habe ja gesagt, wir gehen unvoreingenommen an die Sache ran. In dem Fall hier ist es aber schwierig. Die Rede ist von Angie. Eine Dose voll mit Sheesh. Ja, warum bin ich da voreingenommen? Ich würde nicht sagen, dass ich voreingenommen bin. Es ist halt so, Angie ist eine TikTok-Creation. Ja, ist also auf TikTok ist das Ganze losgetreten worden. Und die haben jedem TikToker, jedem großen TikToker,
Angie zugeschickt und die haben alle gesagt, es schmeckt so unglaublich lecker. Es ist der Oberhammer. Mittlerweile kann man es aber kaufen und es gibt unzählige Videos von Leuten, die es sich selber gekauft haben. Ja, und die sagen, es schmeckt wie Oma unterm Arm. Schwierige Frage. Mir haben sie übrigens keine Dose geschickt, dafür kriegen sie schon mal Minuspunkte. Es ist halt ein Muster zu erkennen. Also jeder, der die Dose gratis bekommen hat, hat halt gesagt, das ist echt lecker. Und ich habe wirklich noch kein Video gesehen von jemandem, der gesagt hat, ich habe das jetzt gekauft, schmeckt gut. Ja, also die haben alle gesagt, das schmeckt nicht. Ist halt eigenartig, ne? Ihr wisst, was ich meine. Egal. Ich bin jetzt auch losgezogen, hab's mir jetzt auch gekauft, weil ich dachte, ich bilde mir da gerne eine eigene Meinung. Also war jetzt alles lustig, was ich gesagt habe. Ich bin da aber wirklich unvoreingenommen. Ja, also ich hab's wirklich, das ist auch die Idee zu dem Video. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt mal los und probiere es mal selber. Ja, ich will jetzt wissen, was da Sache ist. Und zwar ist es nicht wirklich ein Eistee, sondern ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Zusatz von Aminosäuren mit Zucker und Süßungsmittel. Wir haben Wasser, Apfelsaft. Genau, das ist übrigens auch Apfel. Es kommt demnächst noch Lemon, Blueberry und Elderflower. Ich habe keine Ahnung, was Elderflower ist. Blueberry würde mich interessieren. Nicht enthalten, schlechte Laune, Smartphone, Ladekabel, Langeweile. Und wir haben 106 Milligramm Koffein auf 330 Milliliter. Ja, kommt an Red Bull ran, ist ziemlich genau an Red Bull, glaube ich. Fruchtsaftgehalt 21%. Das ist auf jeden Fall bisher am meisten Fruchtsaft. Quatschen wir nicht lang, würde ich sagen. Machen wir die Dose mal auf und probieren den Spaß. Riechen tut schon mal sehr schlecht. Ja, wobei. Riecht ein bisschen wie so ein abgestandener Apfelsaft. Da ist halt echt alles drin, ne? Holunderblütenextrakt, Ginsengextrakt, Grünteeextrakt, Guarana-Extrakt. Ich weiß nicht, haben so einen Extraktladen überfallen und haben alles mitgenommen, was da war. So. Okay, mich hat jetzt erstmal die Kohlensäure, aber ich dachte nicht, dass da Kohlensäure drin ist. Also der erste Schluck war richtig widerlich. Der zweite ein bisschen weniger. Nee. Es ist viel zu viel Kohlensäure dran. Also es ist so viel Kohlensäure drin, dass es im Mund schon fast ein bisschen unangenehm ist. Schon so ein bisschen sauer im Mund irgendwie. Also wenn du es im Mund hast und runterschluckst, eklig. Da schmeckt es einfach wie gammeliger Apfelsaft. Der Nachgeschmack ist nicht schlecht. Da kommt dann richtig so der Apfelsaft raus. Als hättest du Apfelsaft getrunken. Stelle ich mir allerdings die Frage, trinke ich da nicht einfach lieber Apfelsaft? Nee. So leid es mir tut, das ist nicht meins. Das schmeckt einfach nach Alpenapfelsaft. Es ist jetzt auch nicht, also den ersten Schluck, den fand ich richtig eklig, muss ich sagen. Jetzt habe ich so die Vierteldose getrunken, jetzt finde ich es nicht schlecht. Aber mir erschließt sich der Sinn nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das schmeckt so geil, ich muss mir da noch eine Dose holen. Also ich würde jetzt lieber einen Apfelsaft trinken. Haut mich nicht um, so leid es mir tut. Ist jetzt nicht, also ich habe viele Leute gehört, die wo gesagt haben, boah, das ist einfach nur widerlich, ich kann es nicht trinken. Das würde ich jetzt nicht sagen. Die ganzen Influencer, die gesagt haben, das ist das Geiste, was sie je getrunken haben, nein, das würde ich auch nicht sagen. Und das kaufe ich ihnen auch nicht ab. Tut mir leid, das ist geschmacklich nichts, wo ich sage, selbst wenn es jetzt lecker wäre, würde ich nicht sagen, da muss irgendein Hype drum entstehen oder so. Es ist alter Apfelsaft mit Kohlensäure. Fertig, aus, nichts Besonderes. Und auch nichts besonders Leckeres. Angie, falls ihr das hier seht, sobald Lemon Blueberry und Elderflower draußen ist, könnt ihr gerne mal an mich denken. Dann probiere ich das jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber dann habt ihr zumindest eine ehrliche Reaction. So sieht's aus. So, und jetzt, und da bin ich richtig gespannt, weil darüber habe ich viel Gutes gehört. Dirty
von der lieben Shireen David. Das Zeug ist deutschlandweit ausverkauft. Shireen David hat es geschafft, dass Apfelsaft deutschlandweit ausverkauft ist. Das sagt zum einen einiges über unsere heutige Gesellschaft aus, zum anderen hat es dafür gesorgt, dass ich echt viel rumfahren musste. Ich glaube, ich war in 4, 5 Läden. Im ersten Laden habe ich gleich die Dose hier bekommen, aber ich wollte natürlich alle probieren. Ich war unterwegs, muss man sagen. Sie ist ja sehr begeistert von ihrem Getränk. Ich habe aber auch viel Gutes gehört. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie da so ein bisschen involviert war in der Herstellung. Kann ich mir vorstellen. So, ich würde sagen, ganz klassisch fangen wir an mit Pfirsich mal wieder. Das ist aber nicht Pfirsich, es ist Wet Peach, also feuchter Pfirsich. Ich weiß jetzt nicht, wonach ein nasser Pfirsich schmeckt, aber ich glaube, ihr wisst schon, was die Dame gemeint hat. Get that wet and peachy taste. Shireen David bringt deinen juicy Fantasien ins Eisteeregal. Was sie ja sehr hervorgehoben hat, hier oben drauf ist so eine Alufolie, die man erst abziehen muss, zwecks Hygiene etc. Ich weiß nicht, wie viele Bakterien jetzt so eine Alufolie da abhält. Aber man kann zumindest sicher sein, dass da oben keiner rumgetoucht hat oder so. Das ist schon nicht schlecht. Finde ich mitgedacht. Ist aber auch nichts Neues. Also gibt es ein paar Getränke, die das haben. Zum Beispiel die Limo von San Pellegrino. So, Deckel abgenommen und muss man den schütteln oder so? Erfrischungsgetränk mit Schwarzteeextrakt und Pfirsichgeschmack. Was haben wir denn hier? Wasser, Zucker, Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat, 2%. Wir haben 2% Pfirsichsaftkonzentrat dran. Vor dem Öffnen schütteln, okay? Übrigens, die ganzen Getränke sind eisgekühlt. Ich habe die extra noch schön abkühlen lassen alle, weil Eistee muss man natürlich auch eiskalt trinken. Mhm. Der riecht 1:1 wie der Pfanner-Pfirsich-Eistee. Aber 1:1. Jetzt muss ich nochmal den Brattee probieren. Den Brattee-Pfirsich. Ja, nicht genau gleich. Die schmecken nicht genau gleich, aber die schmecken sehr, sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Es ist Pfirsich-Eistee. Was soll man da jetzt auch groß anders machen? Ja, würde der jetzt auf einmal nach Birne schmecken, würde ich es komisch finden. Ist gut. Finde ich lecker. Schmeckt ein bisschen künstlicher als der von Capital Bra. Ein bisschen süßer. Ein bisschen intensiver. Das schmeckt eher so ein bisschen wie diese Pfirsich-Gummiringe. Kennt ihr die? Aber nicht so krass. Also nicht so krass, aber der Geschmack geht in die Richtung. Der Brattee war noch ein bisschen natürlicher. Aber lecker. Ja, doch. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn sehr, sehr ähnlich zum Brattee. Die nächsten zwei Sorten gab es vom Brattee nicht. Also der Vergleich fällt weg. Jetzt haben wir noch Candy Shop und Blueberry. Blueberry hebe ich mir auf, weil ich liebe Blueberry. Würde ich sagen, probieren wir Candy Shop. Dirty Candy Shop verwandelt deinen Mund in einen Süßigkeitenladen. Also auch so Bubblegum wie der von 4Bro. Ich probiere den 4Bro nochmal dazu. Auch ähnlich, finde ich. Ne, der ist viel, viel, viel übertriebener. Es ist wirklich, als wird's, kennt ihr diese Huba Buba, diese Rollen, wo man dann immer so ein Stück abschneiden kann, als würdest du die ganze Ding auf einmal reinschieben. Also wenn ihr das wollt, wenn ihr so süße seid, lass knacken. Das geht geschmacklich ganz stark in die Richtung, aber dezenter. Viel dezenter. Also wenn ich sage, ich habe Bock auf sowas, würde ich viel eher den hier trinken. Aber ist einfach nicht meins. Ist nicht meins. Aber nicht schlecht. So, und als letztes haben wir jetzt hier Dirty Busty Blueberry. Du darfst gucken, anfassen und genießen. Uiuiui. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Ich liebe Blueberry. Sehr. Schütteln natürlich. Und riecht sehr stark nach Blueberry. Ah.
Ist mir ein bisschen zu süß. Ein bisschen, ganz, ganz kleinen Ticken zu süß. Ich muss an der Stelle noch erwähnen, das ist vielleicht für euch ganz wichtig, ich trinke nur Wasser. Nur. Ich weiß, ich sehe nicht so aus, ich fress viel. Aber ich trinke in der Regel täglich nur Wasser. Ja, ich trinke keine Cola. Ich trinke eigentlich auch keinen Eistee. Ganz selten mal im Sommer, dass ich da Bock drauf habe auf einen Eistee. Deshalb bin ich auch keine süßen Getränke gewöhnt. Ja. Für mich waren die jetzt fast, bis auf die von Capital Bra, waren mir die eigentlich alle zu süß. Das kann für euch ganz anders sein. Mir ist jetzt der eben auch ein Ticken zu süß. Geschmacklich sehr lecker. Er schmeckt sehr stark nach Blueberry. Er schmeckt nicht natürlich. Gar nicht. Aber er ist lecker. Er ist mir ein bisschen zu süß. Aber den würde ich wieder kaufen. Doch, ja. So, ich würde sagen, Zeit für ein kleines Fazit. Machen wir mal so eine Art Ranking. Ich ranke jetzt nicht alle durch. Ich quatsche jetzt einfach mal kurz zu den einzelnen Produkten. Für mich ganz, ganz klar der letzte Platz. 4Bro. Geht gar nicht. Allen voran dieses 4Bro Hubblegum, Bubblegum. Nee. Also das 4Bro Bubblegum hat definitiv den letzten Platz. Danach kommt Mango Maracuja. Nee. Danach kommt Lemon. Dann kommt Pfirsich. Nicht, weil ich sage, die schmecken nicht. Also wir haben jetzt hier noch den Coco Schoko. Der Coco Schoko war im Prinzip schlechter als die, aber ein Pfirsich-Eistee soll einfach nach Pfirsich schmecken. Wo ist denn das Problem? Ich probiere jetzt nochmal. Klar schmeckt es nach Pfirsich, aber nicht nach einem echten Pfirsich. Es schmeckt, als hätte chemisch hergestellter irgendwas Pfirsich. Gar nicht meins. Das hier ist irgendwie strange. Das kann man trinken und es ist halt schon was Ausgefallenes. Ne? Kokosnuss-Schokoladengeschmack als Eistee. Tricky. Aber nein, also 4Bro wird in meinem Kühlschrank wahrscheinlich keinen Platz mehr finden. So, auf dem vorletzten Platz Angie. Einfach, weil ich nicht verstehen kann, das ist nicht gut. Nee. Boah, nee. Der erste Schluck immer. Ich habe ja 3-4 Schlücke genommen, da habe ich gesagt, ja doch, es geht. Aber jetzt habe ich meine Zeit lang mir nicht getrunken. Der erste Schluck ist dann wieder so, da haut dir einer so richtig aufs Maul. Ich trinke jetzt nochmal einen Schluck Blueberry. So, mein Mund ist von Angie gereinigt, okay? Jetzt trinken wir wieder einen Schluck Angie. Boah, nein. Ich revidiere. Das ist der letzte Platz. Ja. Eine Dose voll mit Shish. Ja. Wisst ihr was? 4Bro und Angie teilen sich den letzten Platz. So, Hammers. Nee. Nee. Geht gar nicht und werde ich beides auch definitiv nicht mehr kaufen. Auf Platz 2. Jetzt Trommelwirbel. Dirty. Und zwar einen sehr wohl verdienten Platz 2. Knapp, ganz knapp hinter Capital Bra. Das Candy Shop am wenigsten. Das ist mir. Ich weiß nicht, bei Eistee mag ich es einfach natürlich. Das müssen Früchte. Waldbeeren, Kirsch, Pfirsich, einfallslos, passt schon. Energy Drink ist zum Beispiel was ganz anderes, ja. Energy, der grüne Monster, den trinke ich auch von hier und da. Ja, der ist ja süßer geht's nicht. Aber bei Eistee brauche ich es nicht. Da mag ich lieber natürliche Sorten. Und Candy Shop ist halt jetzt nicht so natürlich. Aber das kann man trinken. Also das Candy Shop ist okay. Dann kommt Wet Peach. Feuchter Pfirsich. Doch, der ist gut. Wet Peach Dirty ist sehr gut. Dann natürlich Blueberry. Ja,
Finde ich jetzt von den Dirty-Produkten am besten. Was ich halt auch cool finde, wo kriegt man das? Also ich kenne keinen Eistee, der da vergleichbar schmeckt. Pfirsich werde ich wahrscheinlich immer beim Pfanner bleiben. Ja? Der Pfanner-Pfirsich-Eistee schmeckt mir einfach. Den werde ich auch nicht, höchstwahrscheinlich durch irgendeinen anderen Pfirsich-Eistee ersetzen. Und Blueberry, ich kenne keinen guten Blueberry-Eistee, der ist gut. Also, da steht nicht nur Shireen David drauf und die labert nicht nur, sondern es ist wirklich lecker. So, und hier der Gewinner. Capital Bra. Er ist nicht nur der erfolgreichste Deutschrapper, den es gibt, er ist auch noch der beste Eisteemacher, den es gibt. Das nächste wird, dass ich mir die Bra-Pizza kaufe. Jetzt will ich es wissen. Auf dem letzten Platz vom Brattee, also auf dem letzten vom ersten Platz, Zitrone, einfach weil ich persönlich keinen Zitronen-Eistee mag. Er ist aber lecker. Der ist gut. Kann man nichts sagen. Gerade für einen Zitronen-Eistee. Ja, doch, der ist gut. Der ist lecker. Auf Platz 2, Wassermelone. Jetzt ist er krasser. Jetzt, also natürlicher. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es nicht so schmeckt, als würdest du eine Wassermelone beißen. Jetzt hatte ich das gerade. Doch, der ist geil. Doch. Doch, doch. Der ist lecker. So, und der absolute Gewinner. Brattee Pfirsich. Hab mir in die Karten gespielt, wie gesagt, Pfirsich-Eistee ist mein Lieblings-Eistee. Der schmeckt aber so natürlich. Der riecht natürlich. Der schmeckt natürlich. Der ist richtig gut. So, wir haben hier unser Ranking, wie gesagt, letzter Platz teilt sich Angie mit allen 4 Bros, die es gibt. Auf Platz 2, ganz, ganz knapp nicht auf Platz 1, Shireen David. Ich würde sogar, machen wir es noch so, ich würde sogar diesen Blueberry noch vor den Brattee Zitrone setzen. Also das Ranking wäre quasi Pfirsich, Wassermelone, Dirty, Brattee Zitrone, die anderen beiden Dirties und dann der ganze Rest. Ja, es zeigt sich, da stehen nicht nur Namen drauf, es ist auch lecker. Wie gesagt, ob die jetzt mit der Produktion da irgendwas zu tun hatten, keine Ahnung. Ich weiß zum Beispiel bei Concrafter mit seiner Pizza, da war der wirklich laut seiner Aussage sehr involviert in die ganze Geschichte. Ja, ja, hat da immer wieder Vorschläge vorgesetzt bekommen, war bei Kostproben, das hat das noch geändert, hat das noch geändert. Ob stimmt, keine Ahnung. Ich glaube sie jetzt einfach mal. Ich nehme da als Messlatte halt gerne Crispy Rob mit seinen Rob-Chips. Die hat er halt entwickelt, ja. Da war er maßgeblich beteiligt und das sind die besten Chips, die es gibt. Ich liebe diese Dinger. Dass jetzt Capital Bra in der Eistee-Fabrik war, probiert hat, gesagt, weniger süß, mehr Pfirsich und so. Kann ich mir nicht vorstellen. Spielt aber auch gar keine Rolle. Sein Name steht drauf. Die stehen halt in einer gewissen Verantwortung, finde ich. Ne? Ihr seht das jetzt bei Shireen Davids Eistee. Er ist wirklich überall ausverkauft. Die sagt, kauft es und die Leute kaufen es. Die könnte ihr Badewasser verkaufen, die Leute würden es nehmen. Und dann bist du halt in einer gewissen Verantwortung. Ja? Wenn du so eine Fanbase hast, die so krass auf dich hört und du sagst, hey, kauft mein Getränk, ja, und dann kaufen die das, dann soll es halt nach was schmecken, ja. Ich finde, da sind die halt einfach in der Verantwortung und wie gesagt, da Kapi, Shireen, kann man nichts gegen sagen, absolut in Ordnung. 4 Bro würde ich euch empfehlen, kauft es mal, probiert es selber, vielleicht ist es was für euch, vielleicht mögt ihr das so übertrieben süß. Meins ist es halt einfach nicht. Und zu Angie, ich habe da halt meine Schwierigkeiten mit dieser Marketingkampagne. Absolut klar, Geschmäcker sind verschieden. Da brauchen wir nicht streiten. Ja, es gibt viele Sachen, die ich mag, die mögen andere nicht. Und ich mag viele Sachen nicht, die mögen andere. Aber ich habe zig Videos gesehen. Aber ich habe das jetzt hier selber probiert und ich kann mir nie, also ich persönlich würde sagen, das schmeckt mehr Leuten nicht, als es Leuten schmeckt. Ich kann dem nichts abgewinnen.
Boah, der erste Schluck. Nein, erzählt mir nichts. 40 Videos auf TikTok von irgendwelchen großen TikTokern, das ist das beste Getränk ever. Nein, erzählt mir keine Scheiße. Vielleicht hat es ein paar davon gefallen, aber allen, das glaube ich, es ist abgestandener Apfelsaft mit Kohlensäure, mit viel zu viel Kohlensäure. Egal, wir haben es. Letzter Platz, Angie, dann vor Bro. Und über Capital Bra und Shirin David habe ich jetzt genug geredet. Sehr lecker, kann ich empfehlen. Geht in die Geschäfte, kauft den Eistee. Ist auch preislich, wie gesagt, absolut in Ordnung. Ob ihr da jetzt einen Pfanner-Eistee kauft oder einen Brattee, nimmt sich nicht viel. Oder einen Arizona-Eistee oder was weiß ich. Ist jetzt nicht so, dass die da übertrieben viel verlangen, weil ihr Name draufsteht, sondern es sind absolut faire Preise. Ich kann es empfehlen. Lasst es euch schmecken. Wenn ihr gerne möchtet, dass ich noch andere Sachen teste, dann könnt ihr gerne dem Video einen Like geben. Und vor allem könnt ihr mir gerne Vorschläge unten in die Kommentare schreiben, was ich denn demnächst mal probieren soll. Ich werde es auf jeden Fall machen. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr andere Testvideos, Gaming-Videos etc. nicht verpassen wollt, dann könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Ich danke euch allen für euren Mega-Support und bis zum nächsten Mal.